Was ist hier los? Also, was, hallo? Das gibt's nicht. Noch nie erlebt so ein Kohlevorkommen. Noch nie erlebt. Mensch, hatte ich schon gesagt, dass ich sowas echt noch nicht erlebt habe? Unfassbar. Und so schön ist das hier. Mensch, hier, also. Ein Schaf. Das muss umgehauen werden. Vielen Dank. Ich mag's hier. Jetzt habe ich mich endgültig entschieden. Ich finde das richtig geil. Fast schon eine erotische Geilheit, die ich jetzt auf diese Welt hier habe. Aber ich werde mal jetzt darauf nicht weiter eingehen. Die meisten Menschen wird das wahrscheinlich gar nicht interessieren. Wird es schon wieder dunkel? Es wird tatsächlich schon wieder dunkel. Mann, oh Mann, das geht hier viel zu schnell. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Ab in die Hütte. Dann können wir uns direkt mal einen Ofen bauen. So. Und als nächstes bauen wir uns dann auch direkt nochmal. Ne, das war falsch. Eine Kiste beziehungsweise ein Chest. Und das ballern wir mal beides hier in unsere Bude rein. Aber nicht bevor wir uns ein paar Fackeln gebaut haben. 49 Kohle aus 2 Kohlevorkommen. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt! Hier und da. Jetzt haben wir erstmal hier schön was in die Ecke. So. Hier drin können wir eigentlich auch im Dunkeln rumbauen. Dann erscheinen vielleicht ein paar Skelette, die nach dem Schlafen gehen dann verbrennen und wir bekommen ein paar Knochen, so dass wir uns unsere Wölfe zähmen können. Den Boden bauen wir jetzt hier erstmal weiter aus. So. Hier und da und da und da. Und hier, da, dort und jenes. Welches, solches, wessen, dessen, unsers. Reicht es so? Naja, so als Eingangsbereich kann man es erstmal lassen. Hier hauen wir mal überall noch eine Lage Wand weg. So, schön alles einsammeln. Wer weiß, wofür wir das alles noch brauchen. Da höre ich auch ein Skelett, sehr gut. So muss das sein. Den Spaten verfehle ich immer um ein Kästchen. Unglaublich! Weg damit, weg damit, weg damit. Und hier dürfte dann freier Himmel sein. Riskieren wir es? Wir riskieren es! Oh, so. Hier auch nochmal. So. Dann können wir hier die Wände auch. Dann können wir hier die Wände auch zubauen, beziehungsweise verkleiden.
Muss ja auch irgendwie ein bisschen gemütlich auch am Anfang aussehen. Ansonsten gewinnt man ja keinen Pokal. Und das ist schließlich unser Ziel, ja, hier mit dieser Let's Play-Welt einen der begehrten Let's Play Minecraft-Pokale zu gewinnen. Wer hat noch nicht von Ihnen gehört? Ne? Wäre eigentlich mal eine Idee. Ich glaube, das mache ich. Ich werde demnächst monatlich und schon wieder Eisen, das gibt's nicht. Ich werde bekloppt. Stickies! So, so und hier und da und dann bauen wir uns hier mal eine Spitzhacke draus, beziehungsweise zwei, eins, zwei. Und kloppen hier fröhlich weiter. Nee, was hatte ich gesagt? Irgendwas Pokal? Ich denke mal, so einmal im Monat könnte man mal so einen Pokal für die schönsten Minecraft-Bauten vergeben. Denn was in diesem Spiel so geleistet wird, das ist echt unfassbar. Habe ich vorher so noch in keinem anderen Spiel erlebt. Also es ist echt ein Traum, wie kreativ die Leute plötzlich werden. Ich meine, nichts gegen Shooter und was weiß ich was, aber hier lassen sich die Leute echt was einfallen. Vor allem, das liegt vor allem daran, dass eben das Ganze hier... Hallo? Hab ich da nicht gerade... Uha. Das klingt nah. Nein, was ich sagen wollte, und zwar diese Kreativität wird, glaube ich, genau dadurch gefördert, dass Minecraft eben noch nicht, soweit ich weiß, noch nicht, diese Vielfalt an Bauklötzen, sag ich mal, bietet. Denn so muss man sich teilweise echt was einfallen lassen. Ja? Also was ich da schon gesehen habe, fangen wir einfach mal an bei den Bänken und Sitzen, die aus Treppen gebaut werden. Ja? Ist jetzt nicht so außerordentlich innovativ, kreativ, aber muss man auch erstmal drauf kommen. In anderen Spielen wird, da kann man einfach eine Bank eben hinstellen. Ja? Hier muss man sich was einfallen lassen. Finde ich super. Das macht Spaß. So muss das sein. Ich habe keine Axt. Also, das mit dem Pokal, das greife ich nochmal auf. Irgendwann. Verdammt. Das war keine Axt, das war ein Spaten. Gut. Dann bauen wir uns jetzt einmal eine Axt. Stickies. So, und hier Stein, 1, 2, 3, da, so, ja, jetzt haben wir's. Und 1, 2, extra. Ein Traum. So, dann bauen wir uns hier los, mal noch ein bisschen Torch. Ein paar Torches, for, um genau zu sein, to be exact. Und hier ballern wir jetzt schnell nochmal ein bisschen Holz drin. Das sieht ja sonst hier ein bisschen unvollständig aus. So, so, so. Wunderschön. Das nehmen wir weg. Und hier hauen wir eine Torch hin. Beziehungsweise da eine und hier eine. Mensch, ist das ein schöner Raum. Ich würde sagen, damit können wir das Ganze auch schon beenden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nee, kleiner Scherz. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Was läuft da hinten? War das ein Creeper? Das war doch ein Creeper.
Ja, ganz eindeutig kein Creeper, sondern ein Zombie. Naja, Creeper brauche ich später auch nochmal irgendwann, denn ich hatte da in der letzten Nacht, als ich an der kiekste.de rumgebaut, da hatte ich spontan eine kleine Idee, wofür ich TNT benötige. Und ja, TNT, dafür braucht man Schießpulver und das bekommt man bekanntlich nur aus Creepern. Das wird noch ein Spaß, da werde ich einige Male sterben. Allerdings werde ich mir, bevor ich auf die Mission, auf die Creeper-Mission gehe, werde ich mir mein Inventar entleeren. Ich will ja nicht all mein wertvolles Dingenszeug verlieren. So, es wird Tag. Also können wir uns gleich wieder hinaustrauen. Jetzt stelle ich allerdings hier erstmal den Chest hin. Ist das überhaupt der Chest? Ja, das ist der Chest. Wir bauen uns jetzt mal noch einen Chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denn mit Chest Nummer 2 kann man ein bisschen mehr hineintun. Die Steine brauchen wir nicht, das Ei brauchen wir nicht, Leather brauchen wir nicht. Inventory sollte. Doch, das ist richtig, wie auch immer. Sah gerade so komisch aus. Wolle kloppen wir mal hier unten hin. Kohle halten wir. Denn wir haben ja hier auch noch ein Furnace. Der Furnace kommt hier in die Ecke. Da haben wir ein bisschen Kohle rein und Iron-Ore oben drüber. Und wir müssen auch noch Sand sammeln. Den hier bauen wir mal eben ab. Stellen den auch nach hinten. So. Da, das passt doch schon mal wunderbar. Wir müssen aber, glaube ich, doch noch einen weiter in die Breite gehen, weil ansonsten würde es schlecht mit Fenstern hier vorne. Naja, das können wir gleich machen. Erstmal hinaus in die schöne weite Welt. Ist hier irgendwo jemand gestorben? Hat mir etwas hinterlassen? Klingt ein bisschen, ja, klingt ein bisschen nach einer Höhle und Wasser. Und hier, guten Tag. Na, geht's gut? Mein Lieber. Wieso fängst du nicht an zu brennen? Das ändern wir. Hör mal. Was ist denn los mit dir? Aber das ist ja gar nicht so gut. Möchte ich meinen, weil. Hier ist unsere Hütte. Ah, hier hat mir doch jemand was hinterlassen. So muss das sein. Ja, das bedeutet dann wohl, dass wir früher oder später auf diese Höhle stoßen werden. Naja. Da machen wir uns später Gedanken drüber. Was wollen